Hallo, heute beschäftigen wir uns mit der Industriemeisterbasisqualifikationsprüfung NTG aus dem Frühjahr 2012 und gerechnet werden soll die Aufgabe Nummer 7. Aufgabe Nummer 7. Ich habe uns dazu schon mal ein Wahrscheinlichkeitsnetz herauskopiert, wegen Copyright. Das ist auch meins. Wir suchen uns mal die Größen zusammen, die wir kennen. Gegeben sind in der Aufgabe die Stichprobengröße N gleich 50. Ob die überhaupt eine Relevanz hat für uns, wissen wir nicht. In der Sache geht es darum, dass Ampullen gefüllt werden und deren Inhalt eine bestimmte Größe bzw. Schwankung unterliegt. Für den Mittelwert, also der Füllmenge, bekommen wir 5,8 Milliliter gegeben. Für die Standardabweichung S wird der Zahlenwert 0,15 Milliliter genannt. Gesucht ist die entsprechende Ausgleichsgrade, das heißt also die Gerade im W-Netz. Okay. Dann wollen wir mal sehen, wie wir der ganzen Sache beikommen können. In dem W-Netz aus der Musterlösung wird hier auf dieser Achse das Merkmal aufgetragen. Das Merkmal ist in unserem Fall Milliliter. Und wir müssen hier jetzt versuchen, einen geeigneten Maßstab zu finden, der in der Vorlage schon eingezeichnet ist. Wir schreiben 6,0 Milliliter hier genau in die Mitte und müssen uns jetzt, für die Breite B einen geeigneten Maßstab überlegen, der da einigermaßen sinnvoll ist. Da kann uns in der Sache nur die Standardabweichung weiterhelfen. Also Lösung. Mal sehen, dass hier nicht zu viel kommt.